Superweiher! Moin moin aus München! Wir heißen Axel und wir begrüßen euch heute recht herzlich zu unserer Sendung mit dem Minister für Infrastruktur, Verkehr und Digitalisierung, Herrn Pegel. Axel, du hast den Lebenslauf von Herrn Pegel gelesen. Ja, ganz interessant, Herr Pegel. Sie sind in Hamburg geboren und arbeiten jetzt in Mecklenburg. Das finde ich interessant, weil ich bin in Mecklenburg geboren und mich hat es irgendwie im Laufe meines Lebens nach Hamburg vertrieben. Ja, manche trifft es besser, manche härter. Wir haben ja gerade festgestellt, Axel ist in Hamburg geboren und Hamburg geblieben. Den hat es ganz hart getroffen. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Und der andere ist in Mecklenburg aufgewachsen und in Mecklenburg geblieben. So haben wir dann alle Facetten dabei. Ja. Jetzt können wir mal langsam der Reihe nach erzählen, warum es jeden so getroffen hat und warum wir genau das gemacht haben, was wir gemacht haben. Ja. Also ich musste ja schon 89 weg, das war eine ganz harte Zeit. Da waren Sie, glaube ich, noch in der Schule. Mhm. Ja, den Mauerfall haben Sie, glaube ich, irgendwo in der 6. Klasse? Nein, 9. Klasse war noch 9. Klasse, ja gut, okay. Aber da musste ich schon weg und deswegen bin ich irgendwann in Hamburg hängen geblieben. Hänge aber nach wie vor in meinem alten Heimatland Mecklenburg und kann Sie schon in gewisser Weise verstehen, dass es Sie dann irgendwann nach Greifswald zum Studium, glaube ich. Zum Studium, ne? Ich bin 95 genau zum Studium nach Klasse gegangen. Und diese großen Städte, ich bin in Hamburg geboren, ja. Speckgürtel groß geworden. Und große Städte besuche ich gerne mal für Party, Oper oder irgendwas. Aber ich bin dann dankbar, wenn ich aus der großen Stadt wieder wegfahren darf. Das ist dann ein Kleinstadtkind geblieben und da war Greifswald eine echte Alternative. Also ich habe in Hamburg Probevorlesungen besucht. Da saßen die ernsthaft auf den Fensterbänken und auf den Treppen und so. Um Himmels Willen, in so einem 600-Mann-Saal. Und in Greifswald habe ich am Ende in den Jahren noch studiert mit 80 Leuten. Ich habe bei heutigen Präsidenten von Bundesfinanzhöfen und Verfassungsrichtern ähnlichem Lehrer gehört mit 20 Leuten. Das war in Westuni überhaupt nicht vorstellbar. Und das war Greifswald optimal. Okay, und da kriegt man das Rüstzeug, um dann Minister für so viel zu werden, Axel hat es eben erwähnt. Infrastruktur und Energie. Nein, nicht Verkehr. Infrastruktur, Energie und Digitalisierung. Aber die Reihenfolge, ist sie auch wichtig? Ja, Landesentwicklung war früher auch noch. Schneiden wir nachher zurecht. Wir haben das einfach nur mit dem Buchstaben des Alphabets gemacht, aber ist egal. Nein. Energie steht vorne, weil ich Energieminister als Hofminister bin. Das war der Minister, der am wichtigsten. Infrastruktur kommt dann. Und Verkehr zum Schluss. Und Verkehr ist in Infrastruktur mit drin. Ich heiße Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, genau. Ach, ja, jahrelang Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, ohne Verkehrsminister gewesen zu sein. Und nur Infrastrukturminister. Ja, das ist haben die Kollegen aber nicht gemerkt. Irgendwas ist ja immer. Ne? Ja, genau, irgendwas ist ja immer. Ja, dann müssen wir dem Horch mal erzählen, dass der das jetzt irgendwie besser macht. Ne? Ja. Nein, aber wir sprachen über die Ausbildung in Greifswald, das Studium in Greifswald, irgendwie auch danach ja beruflich in Greifswald auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt, dann irgendwann, glaube ich, in die Staatskanzlei gewechselt in Schwerin. Ja. Und ich glaube, Ihr Wahlkreis ist immer noch Mein Wahlkreis ist immer noch Greifswald. Greifswald, genau. Ja. Da gibt es auch eine zweite Wohnung. Also wir haben als Familie zwei Wohnungen, eine in Schwerin, eine in Greifswald. Das macht es möglich, dass die Familie in der Woche am Arbeitsort ist, ansonsten verlierst du den Kontakt. Aber ich habe meinen Wahlkreis noch da. Ich habe da die Kanzlei, an der ich beteiligt bin. Die sitzt im Übrigen in Greifswald, Stralsund, Rostock und in Hamburg. Ist aber aus Greifswald nach Hamburg gewachsen und nicht umgekehrt. Das ist auch ein unüblicher Weg bei den Rechtsanwälten. Also der Kanzlei ist dann noch. Ich bin noch Mitgesellschafter und wenn es irgendwann einen politischen Tod gibt, dann gibt es ein Leben nach dem Tod, auch wieder in Greifswald in der Kanzlei. Das ist gut. Also ja, wir können nur eins, ne? Wir können nur eins. Wir können nur Spedition. Ja, sonst gibt es kein zweites Leben. Wenn wir tot sind, sind wir richtig tot. Ja, wenn das nicht mehr klappt, wir könnten ja noch mal versuchen, ob wir Minister werden, aber ich glaube, die Jobs sind auch, glaube ich, rar, ne? Ja. Es gibt reichhaltige. Ja, es gibt auch kein Kreuz im Formular beim Arbeitsamt für Minister. Wenn, muss ich auch was anderes finden. Der Weg, glaube ich, ist auch ziemlich steinig, wenn ich das so sehe. Also Spediteur, gut, da lernt man irgendwann und dann sucht man sich eine Firma und dann ist auch alles gut. Aber war das eigentlich so der vorgezeichnete Weg? Wollten Sie das mal werden oder sind Sie da irgendwo reingespült worden? Wie läuft das? Ich glaube, ich bin da reingespült worden. Also ich mache ganz lange Politik. Ich habe schon als Schüler politisch mich engagiert, habe Schülerzeitung gemacht. Ich war in Greifswald Asterfulzen, das ist sowas wie der Betriebsrat der Studenten. Das wissen also wir. Ich habe immer so Dinge gemacht. Axel besonders gerne. Betriebsrat ist eins seiner Lieblingsworte. Das ist ein Wort, was in unseren Filmen nie vorkommen sollte. Aber ich habe schon einen Namen gelernt. Lukas ist das weg. Das kann er gut. Ja. Genau wie das Intro. Mensch, das ist ja Technik. Wie begeistert ihr? Nein, und auf die Art und Weise, ich war immer engagiert, aber ich habe das immer ehrenamtlich gemacht. Ja. War dann als Anwalt eigentlich auch glücklich. Will ich auch wieder, wenn ich das weitermache. Ich habe viel Wirtschaftsrecht gemacht, habe Steuerrecht gemacht, so alles, was das Herz begehrt und was Spaß macht. Aber irgendwann rief der Ministerpräsident an und hat gesagt, was machst du in 3 Wochen?
Und dann war in der Tat 2012 im Mai, war klar, dass sein bisheriger Chef der Staatskanzlei, der Staatssekretär des Ministerrats, dass der nach Schleswig-Holstein ging und Minister wurde. Und dann hatte ich 3 Wochen Zeit, mich umzuorientieren. Okay. Da habe ich die Kollegen in den Arm genommen, mit denen ich zusammen Gesellschaft habe, und habe gesagt, Jungs, ihr habt einen Vorteil, künftig könnt ihr meine Akten mitmachen und einen Nachteil, ihr müsst sie ohne mich machen. Dann haben die aber zum Glück, das ist, also wenn du Mitgesellschafter bist, kannst du auch nicht einfach sagen, haut rein. Sondern ich war total dankbar, dass die gesagt haben, wir machen mit, probier es aus. Gibt Dinge, die kriegt man nur einmal im Leben angeboten, da stolpert man eben rein. Und bin dann nach 1,5 Jahren ins Ministeramt aufgerückt, weil der Kollege, der vorher das Ministeramt bekleidet hat, schwer krank wurde. Aber wenn ich das immer so höre, und das trifft für Hamburg genauso zu wie für Mecklenburg-Vorpommern, Sie haben aber, glaube ich, auch echt eine 7-Tage-Woche. Ne? Ist das eigentlich so? Ja, wenn man immer sagt, die Politiker hin und her, aber wenn ich das mal sage, die armen Kollegen, es sind ja keine, also die armen, die Nächte sind noch sogar kurz, nicht weil sie so viel feiern, weil auch wirklich viel gearbeitet wird. Ne? Also das muss man, das würde ich will, dass Sie will, bitten, auch nochmal in die Kamera zu sagen. Also egal welcher Partei, das ist wirklich ein harter Job. Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionen, aber als Minister sind 70, 80 Stunden der Regelsatz. Da musst du eine Familie dran gewöhnen, deswegen ist die Familie unter der Woche auch mit, ansonsten sieht sie sich gar nicht mehr. Und in der Tat, das Wochenende gehört regelmäßig dazu. Und da ich noch Abgeordneter in Greifswald bin, Schwerin und Greifswald liegen so 180 Kilometer auseinander. Oh. Wenn du noch ein bisschen Wahlkreis bespielst, dann wird es schon schwerer. Und der Durchschnittsminister hat keinen Hubschrauber, habe ich mir sagen lassen. Nee, es gibt einen einzigen Polizeihubschrauber, der könnte auch Minister mitnehmen. Und es gibt erstens immer Haue und zum Zweiten, so gern fliege ich dann auch wiederum nicht. Und wir haben zwischenzeitlich auch eine super Infrastruktur. Wir müssen jetzt beide sagen. Jetzt kommt der Moment, Der steht an Waldeck, der Hubschrauber. Der Hubschrauber steht an Waldeck, ne? In Lage. Ach, in Lage. Der steht aber nur in Waldeck, weil da der Knast ist, oder? Nein, das ist die Bereitschaftspolizei angesehen. Das ist die Bereitschaftspolizei, nee, der steht in Lage und startet von Lage vom Flughafen aus. Wir haben hier auch einen Flughafen. Ja, der Wahlkreis ist Stralsund, hatten wir gesagt. Greifswald. Ja, ich hab's auch irgendwann. Das haben wir schon gesagt. Ja, nein, der Wahlkreis. Und den haben sie gewonnen jetzt, so war das, ne? Direkt gewonnen und dadurch in den Landtag nochmal wieder eingezogen. Und das heißt, die nächsten fünf? Die nächsten 5 Jahre Abgeordnete. Das erste Mal übrigens. Ich war vorher Minister ohne Abgeordnetenmandat. Und der Ministerpräsident war vorher in Greifswald, in dem Wahlkreis direkt gewählt, dem bin ich gefolgt. Und jetzt habe ich 5 Jahre lang beides. Ministeramt, also Ministeramt weiß ich nicht, aber das Abgeordnetenmandat habe ich 5 Jahre. Aber wer misst sowas, ob man das gut macht oder schlecht macht? Also das abberufen, da muss man schon ziemlich viel Mist bauen, oder? Ja, ich glaube, also erstens misst das Ministerpräsident, der setzt mich ja ein oder schmeißt mich raus. Und zweitens, wenn du mal nicht bohrst, gibt es ja hin und wieder auch sogar mal Lob, auch für Dritten. Und wenn ich mich sozusagen nur auf die Internet-Einträge einlasse, die auf mich schimpfen, dann wäre es irgendwie auch ein schlechter Messstein, glaube ich. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr an solche Dinge hänge. Der Ministerpräsident ist derjenige, der das einordnet. Und ich glaube, dass er ein ganz gutes Bauchgefühl kriegt, wenn er zu oft angemault wird von den Leuten, dann wird er mir schon Bescheid sagen. Ja, okay. Also wir haben durchaus das Gefühl, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Verkehrsminister, der eigentlich nicht so heißt, gesegnet sind, der seinen Job schon ganz gut versteht. Ich durfte mal einer Rede von Ihnen zuhören im Bundestag, das war in der SPD-Fraktion für Schienengüterverkehr. Und es war nicht die erste, die sehr unterhaltsam und trotzdem aber inhaltsvoll war. Und das ist ja nicht bei jedem Politiker so. Deswegen, wenn wir jetzt schon mal einen Politiker zu Gast haben, dann können wir ihn ja auch mal ein bisschen loben. Er braucht dazu ja jetzt auch mal nichts sagen. Aber rhetorisch ist er, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Und vielleicht sehen wir sie ja auch vielleicht auf Bundesebene vielleicht noch mal irgendwann. Aber ich glaube, das... Wenn Sie auf Bundesebene aktiv sind, dann versprechen Sie uns auch noch mal zu uns in den Film zu kommen. Da komme ich auch noch mal. Ja. Als Bundesverkehrsminister. Ja, das wär's noch. Ja, das wär's. Aber müssen wir jetzt auch was. Ich glaube, wir machen Schluss für heute. Ja, Herr Pegel muss auch weiter. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, vielen Dank, Herr Pegel, dass Sie da waren. Wir wollten noch ein bisschen was über Digitalisierung machen, aber das machen wir dann, wenn er Bundesverkehrsminister ist. Und dann machen wir noch ein bisschen die anderen Themen. Insofern, glaube ich, war es das für heute. Herr Pegel, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Christian, das ist ja schön. Genau. In diesem Sinne. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. Sendung mit Ministerpräsident Pegel. Was? Und ich heiße nicht Axel. Ja, wir heißen Axel. Der Ministerpräsident, Kann aber fern. Klang nicht schlecht. Ne? Aber meine Eltern kommen aus Rostock. Und mein Vater hat auch in Stralsund studiert. Jetzt mögen Sie mich auch. Ja.